Du sitzt demnächst im Vorstellungsgespräch und willst unbedingt wissen, ob deine potenzielle Führungskraft wirklich das hält, was sie verspricht, oder ob es sich hier um einen Wolf im Schafspelz handelt. In diesem Video gebe ich dir 4 Fragen mit, mit der du eine gute Führungskraft erkennen kannst und eine schlechte sofort enttarnen kannst. Wenn das interessant für dich ist, bleib dran, schau das Video bis zum Ende und let's go! Mein Name ist Frederik Zekanski, ich bin Karrierecoach und Ex-Personaler und ich begleite Senior Professionals und Führungskräfte dabei, ihren Wunschjob zu finden. Und eine extrem wichtige Sache dabei ist natürlich zu erkennen, wer sitzt mir da gegenüber? Wie ist meine potenzielle Führungskraft eigentlich drauf? Passt die zu mir, passt die nicht zu mir? Ist sie womöglich jemand, der eigentlich gar nicht so führungserfahren ist? Ist sie alte Schule, ist sie New School? Handelt es sich hier vielleicht um eine Falle oder ist es genau das, was ich suche? Grundsätzlich, ein Vorstellungsgespräch ist ein Kennenlernprozess und so solltest du es auch wirklich angehen. Das heißt, du musst für dich verstehen, unabhängig davon, ob es um Top-Brands und Top-Companies, die allesamt irgendwie 4er Kununu-Wertung haben, egal ob das jetzt Infineon ist, Google, Porsche, you name it, du musst diesen Kennenlernprozess auch nutzen, um die Menschen darin kennenzulernen. Und deswegen musst du deine Führungskraft zumindest etwas grillen. Ja, auf eine sehr charmante Art und Weise. Deswegen, lass uns mal anfangen. Wir könnten den Opener machen mit einer noch relativ gediegenen Frage. Und zwar geht es da um den Führungsstil. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, egal wer dir da gegenüber sitzt, gehen wir davon aus, das ist irgendwie Jutta oder Jens, ja, und die fragst du mal ganz direkt nach ihrem Führungsstil. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben, Jutta? So, und eine schlechte Führungskraft, die stottert sich jetzt einen ab, weil der Führungsstil sich jetzt gar nicht irgendwie richtig benennen lässt, ja, und man auch irgendwie keine konkreten Beispiele findet. Ja, und eine gute Führungskraft, die kann ihren Führungsstil entweder schon beschreiben oder sie sagt selber, hey, das ist absolut situativ und das ist abhängig davon, wen ich gerade führe. Ja, ich habe zum Beispiel die Carina in meiner Abteilung und Carina ist noch sehr, sehr junior. Das heißt, Carina braucht tatsächlich auch ein bisschen fachliche Anleitung und die wird auch noch, weil die noch nicht so lange da ist, hat die gerade erst ihr Onboarding hinter sich, deswegen habe ich noch engere One-on-Ones mit der, während aber beispielsweise der Pascal, der ist schon etwas seniorer als die Carina und der braucht ein bisschen längere Leine und den führe ich natürlich ganz anders als die Carina und umgekehrt. Ja, also hier wirst du schon Einblick bekommen, wie deine potenzielle Führungskraft sich selbst beschreibt und im Idealfall setzt sie das in einen konkreten Kontext, in eine konkrete Anwendung herein. Damit könntest du starten, das ist erstmal relativ unspektakulär. Dann finde ich persönlich, dass eine gute Führungskraft sich vor allem über die Entwicklung ihrer Mitarbeiter definiert. Und deswegen finde ich, dass eine Frage absolut darauf abzielen sollte. Und um dir mal ein Beispiel zu geben, du kannst halt dahergehen, wenn wir das jetzt wirklich mal die Frage Mitarbeiterentwicklung taufen, dann kannst du dahergehen und Jutta oder von mir aus auch Jens fragen, hey, gibt es einen Mitarbeiter, den du entwickelt hast, auf den du besonders stolz bist und warum? So, eine gute Führungskraft, die hat dafür definitiv ein Beispiel. Wenn nichts einfällt, dann wird sich diese Führungskraft weniger über die Entwicklung einzelner Mitarbeiter definieren, als vielmehr über andere Sachen. Und das ist immer so eine Sache. Also eine Führungskraft, eine gute Führungskraft, die konzentriert sich auf die Ausbildung der Stärken ihrer Mitarbeiter und die weiß auch entsprechende Entwicklungstools anzubieten und anzusetzen. Und die Führungskräfte, die beispielsweise bei mir im Training sind, es kann durchaus sein, dass die mal eine Minute oder 2 Minuten nachdenken müssen, aber die finden ein Beispiel. Und Führungskräfte, die nichts von Mitarbeiterentwicklung haben, die haben in der Regel auch keine. Ja, oder nur Beispiele, die sehr, sehr, sehr weit in der Vergangenheit liegen. Deswegen kannst du mit so einer Frage definitiv auch einiges aus deiner Führungskraft herausziehen. Als dritte Frage, jetzt könnten wir ein bisschen kritischer werden. Könntest du mal dahergehen und bitte traust dich. Du wirst sehen, die richtigen Führungskräfte reagieren da sehr positiv drauf und fühlen sich gechallenged und die Falschen, die reagieren da ganz komisch drauf, dann wirst du irritiert. Und zwar könntest du mal eine Enttäuschung fragen. Also du könntest dahergehen und sagen, hey Jutta oder hey Jens, wann warst du denn das letzte Mal von einem Mitarbeiter enttäuscht und wie bist du damit umgegangen? Ja, also du könntest wirklich mal nach einer Enttäuschung fragen und die richtig guten Führungskräfte, die fühlen sich jetzt herausgefordert, die müssen vielleicht auch mal in sich gehen und sagen dir, wie sie darauf reagiert haben oder sie bauen ein Szenario im Sinne von, ich habe jetzt kein passendes Beispiel, aber ich kann dir sagen, was ich machen würde. Du kannst ansonsten auch anbieten, wie würdest du denn da vorgehen?
Die weniger gute Führungskraft, die fühlt sich jetzt irgendwie komisch. Die fühlt sich auf den Schlips getreten, die mag die Frage nicht. Und das wirst du merken. Du wirst eine richtige Irritation spüren, eine Kälte in der Situation. Und da wirst du auf jeden Fall ein großes Fragezeichen bei denen erzeugen und auch bei dir. Weil eine Führungskraft, die darauf nicht positiv reagiert, die macht das nicht ohne Grund. Das wäre die dritte Frage, die ich dir mitgeben würde. Und die vierte Frage finde ich auch immer sehr, sehr wichtig. Ich würde fragen, was muss denn passieren, damit ihr nach 6 Monaten sagt, gut, dass wir den Fred eingestellt haben. Also wirklich, ich kürze es mal ab mit, was muss passieren. Warum ist das so wichtig? Aus dem folgenden Grund. Und zwar, der wird man jetzt sagen, woran man dich misst und was man von dir erwartet. Und ich kenne es, dass man entweder vollkommen unrealistische Erwartungen jetzt serviert bekommt und dass es dann heißt, wir wollen innerhalb von 4 Monaten ein Change-Projekt durchsetzen, ja, und Tool XY schon implementieren. Wir wollen ein Talent-Management-System aufbauen, ne, für die und die Zielgruppe. Wir wollen XYZ machen, wo du als Experte sagst, oh, Moment mal, das ist vollkommen unrealistisch und das geht zumindest qualitativ nicht in der Zeit. Ja, oder es gibt realistische Erwartungen, ne, dass man irgendwie sagt, das und das ist das Ziel für dich. Ne, es wäre cool, wenn du nach 6 Monaten das und das erreicht hast. Ne, dir ein Netzwerk innerhalb des Unternehmens aufgebaut hast, ne, die ersten Konzepte vorgestellt hast und so weiter. So, und dann wirst du auch merken, okay, was bedeutet das denn? Ja, und dann kannst du dir selber ausrechnen, okay, mit wie viel Workload und Energieeinsatz geht das einher? Ne, und kann man diese Erwartung überhaupt erfüllen? Und ich kann dir sagen, es ist sehr, sehr wichtig, das zu fragen, weil da erkennt man schon, wie das Gegenüber, das Management auch eingestellt ist, ja? Und mit welcher Mission du da eigentlich reingehst. Weil nichts ist schlimmer, als irgendwie einen relativ positiven Prozess zu haben und dann da zu sitzen und mit der harten Wahrheit konfrontiert und mit einer Deadline im Nacken zu sitzen und zu starten, die man nicht einhalten kann. Dann werden diese 6 Monate teuflisch. Also, diese 4 Fragen gebe ich dir auf jeden Fall mit. Stell sie, hab da keine Angst vor. Warum? Ein Bewerbungsprozess ist ein Kennenlernprozess. Du sollst polarisieren. Die Falschen müssen in dem Moment wirklich komplett irritiert sein. Die müssen vielleicht auch Angst vor dir haben, weil du innovativ bist, weil du Dinge hinterfragst, weil du vielleicht auch neugierig bist. Ja? Und die Richtigen, die willst du ja anziehen, die wirklich sagen, hey, so jemanden brauchen wir, der es wirklich wissen will und der ein ehrliches Interesse an der Sache hat. Ja? Also, stell diese Fragen. Und wenn du jetzt sagst, Fred, ich habe aber trotzdem noch Bedenken, dass ich ans falsche Management, an die falsche Führungskraft gerate, dann bewirb dich auf ein kostenloses Erstgespräch unter www.frederik-zekanski.de und wir schauen mal, wie dein Wunschjob aussieht, welche Goldstandards deine Führungskraft, aber auch noch viele andere Elemente in diesem Bewerbungsprozess, welche Goldstandards dort anzusetzen sind und bauen wirklich erstmal ganz unverbindlich einen Plan zu diesem Ziel. Also, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Channel abonnieren, weitersagen und ja, schau auch meine anderen Videos. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und ja, bis demnächst.